Fans des Erfolges nutzen und arbeiteten bereits seit einem Monat intensiv am Nachfolgealbum, als sie einen Anruf von Robert Stickwood erhielten. Er bräuchte Musik für einen kleinen Film, den er produziert. Wir wollten eigentlich nicht mittendrin unterbrechen, um Songs für einen Film zu machen. Robert erzählte uns von einem Typ, der im Farbengeschäft arbeitet und jedes Wochenende in die Disco geht und am Ende einen Tanzwettbewerb gewinnt. Wir dachten, Rob, super Idee. Die Songs waren schon geschrieben, bevor wir vom Film hörten. How deep is your love, if I can't have you, Night Fever, Staying Alive, More Than a Woman. Alle geschrieben vor dem Film. Sie haben mir einige der Songs für Saturday Night Fever vorgespielt. Ich konnte kaum glauben, dass sie von ihnen kamen. Sie waren einfach fantastisch. Ich dachte zuerst, jemand anderes hätte sie geschrieben. Das habe ich nicht gesagt. Robert Stickwoods kleiner Film feierte im Dezember 1977 Premiere und wurde schnell zu einem weltweiten kulturellen Phänomen. Diese Disco-Welle, der um Saturday Night Fever herum, wurde von den Bee Gees im Wesentlichen geprägt und getragen. Der Film führte die Disco-Bewegung zu ihrem absoluten